So, wo ist der? Da. Stimmt. Warum fragst du? Puh. Gute Frage. Vermutlich war es am Ende einfach nur ein Bauchgefühl. Plus, die Bürgerkriege in den anderen Ländern haben auch nicht gerade zum Bleiben eingeladen, sagen wir es so. Naja, das kommt darauf an, wie du schwer definierst. Selbst wenn man in einer Stadt oder einem neuen Land keine Kontaktpersonen hat, über kurz oder lang findet man eine Anlaufstelle. Und natürlich, ich kann keine Götterzunge zum Morgenbrot essen, aber für ein Dach überm Kopf und ein paar weltliche Freuden reicht es allemal. Und darauf kommt's doch an. Man sieht sich. Zu den lebenden Toten, den wilden Vatyren und den wahnsinnig werdenden Menschen, meinst du? Dieses Land hat schon bessere Zeiten gesehen, das steht fest. Aber wenigstens passiert hier mal etwas. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Man sieht sich. Was ist denn der Weg? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich falsch... Ja, das ist der Weg. Ja, hier geht's runter, hier lang, this way. Oder? Wird schon richtig sein. Es regnet. Warum kommt er denn nicht? Mhm. Zu den lebenden Toten, den wilden Vatyren und den wahnsinnig werdenden Menschen, meinst du? Dieses Land hat schon bessere Zeiten gesehen, das steht fest. Aber wenigstens passiert hier mal etwas. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Man sieht sich. Thank you.
Ich glaube, ich bin einfach noch viel zu schwach für hier. Ja! Ich glaube, das funktioniert so nicht. Und Handwerkspunkte habe ich auch alle noch nicht ausgegeben. Das ist doch eine Scheiße. Thank you.
Nee. Kacke voll. Bist du tot, ey. Kann es sich auch absichtlich ungemütlich machen. Ich schätze, jetzt heißt es erstmal auf Einbruch der Dunkelheit warten. Wir wollen ja nicht, dass der Kerl uns das Artefakt abnimmt und danach gleich wieder wegschickt. Ja, ich bin mal gespannt. So. Ich denke, das genügt. Dann sehen wir mal, wie wir reinkommen. Diese Falkenköpfe sehen interessant aus. Ja, was wollt ihr? Ich bin Meister Gaius Diener. Also nein, bin ich nicht. Falls ihr Almosen sucht, seid ihr hier falsch. Wir haben nichts zu geben. Ist das so? Und was könnten zwei in Lumpen gekleidete fliegende Händler haben, das für meinen Meister von Interesse sein könnte? Das ist eine Silberbrosche der Seraphen. Woher habt ihr das? So, so. Na gut, das ändert die Lage. Ihr dürft eintreten. Und verzeiht meine Schroffheit. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Möglicherweise musiziert Meister Gaius im Moment und das dauert zumeist bis weit in die Dämmerung, aber ihr könnt so lange in einem Gästezimmer unterkommen. In der Frühe wird er euch dann empfangen. Riesenanwesen, ey. Dort Essen eben mir, was haben wir denn? Essen, habe ich gesagt. Das klingt gut. Heute hätten wir es ohnehin nicht mehr nach Art zurückgeschafft. Bringt mal einen Geradenwärter dazu, bei dem Wetter zu fliegen. Also, ein schönes Haus habt ihr da. Ihr lebt alleine hier mit eurem Meister? Man erzählt sich eine ganze Menge über ihn. Bitte, sparen wir uns einfach die Floskeln.
folgt mir, eure Gemächer sind oben. Wie bereits erwähnt, wird Meister Gaius diese Nacht musizieren. Verzeiht also, wenn es euch vom Schlafen abhält. Aber wenn ihr einen Rat wollt, hört zu. Nirgendwo auf Wien werdet ihr etwas Vergleichbares hören. Na, dann werden wir das tun. Euer Meister ist also Künstler, ja? Ich habe die Puppen gesehen. Sehr interessant. Interessant? Ja, das sind sie. Meister Gaius sagt immer, Kunst ist einzigartig, weil sie es uns erlaubt, dorthin zu sehen, wo unser Verstand wegsieht. Wie meint er das? Nun ja, wir alle haben Dämonen in uns. Erinnerungen, Wahrheiten, die wir tief in Unbewusstes gesperrt haben, weil wir sie nicht sehen wollen. Wahre Kunst durchdringt diese Barrieren und erinnert uns an das, was wir wirklich sind. Interessanter Gedanke. So, hier wären wir. Macht es euch bequem, ich informiere euch, sobald der Meister bereit ist, euch zu sehen. Ach, und übrigens, nennt es Intuition oder Vorhersehung, aber ich hatte ein Gefühl, dass wir heute Nacht Besuch bekommen würden und deshalb habe ich eine kleine Mahlzeit vorbereitet. Das Fleisch ist mir ein wenig angebrannt, aber schmecken sollte es dennoch. Bedient euch also. Nun entschuldigt mich bitte, ich muss ruhen. Es ist spät und der Tag war anstrengend. Natürlich, schlaft wohl und habt Dank für die Gastfreundschaft. Sehr gerne. Und weg ist er. Nenn mich paranoid, aber irgendwie lief mir das alles ein wenig zu glatt. Zum Beispiel, dass er schon am Tor stand, als du geläutet hast. Und natürlich die Tatsache, dass er mit einem alten Mann zusammenlebt, der den Sagen nach älter als der schwarze Wächter ist. Aber jedem das Seine. Ja, ein oder zwei Stunden, bis dieser Diener schläft. Ich habe einen Schlauch Wein dabei, den können wir uns ja in der Zeit gönnen. Dieses Essen würde ich nicht anrühren. Und währenddessen könntest du mir ja noch einmal von deiner Prüfung erzählen, wenn du willst. Oder irgendetwas anderes. Hauptsache, es lenkt mich von diesen potthässlichen Figuren in der Ecke da ab. Verstehe. Ein interessantes Gedankenspiel, das mit dem letzten Moment, der ewig währt. Wusstest du, dass kyranische Mentalisten sich in ihren Träumen bewusst werden können, dass sie träumen? Dort existieren sie dann losgelöst von Zeit. Es soll einen Arkanisten gegeben haben, der 1000 Jahre in seinem Kopf gelebt hat, während er in der echten Welt nur 8 Stunden geschlafen hat. Aber naja, das ist ein Thema für sich. Ich denke, jetzt ist es spät genug für unsere kleine Exkursion. Finden wir dieses Relikt. So, da ist sie also, die Musik, die alle Barrieren durchdringt. Ebenso heiter wie dieser Ort. Bücher. Das müssen Jahrhunderte sein.
Schwert ist eine Waffe. Nehmen wir alles mit, können wir gleich verkaufen. Das sieht mir nach seinem Arbeitszimmer aus. Hier könnten wir fündig werden. Sehen wir uns mal um. Ein paar der Bücher in den Regalen sehen seltsam aus. Das solltest du dir mal ansehen. Jetzt verstehe ich. Diese Bücher sind Teil eines Mechanismus. Ich glaube, wir müssen sie in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Oder... Wo weiß ich denn eins? Das ist halt der erste, muss ich halt... Nein. Eins? Was ist das denn für eine fette Truhe? Geselle. Mein Gott. Super.
Kohle. Oh, oh, oh. Merialis Zaubernden. Ich hab den Zauber gar nicht. Einen Schlag kann ich dem Ding geben.
so fit. Ich hab diesen Zauber nicht, ich weiß nicht,